Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht deine Gespielin wäre. Aber das ist ja allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Voltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Voltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Das ist auch gut, worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg La Valette. Voltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvets Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Wie schon früher. Danke. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Voltests Tod? Eher über Geralts Tod. Was?
Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Ciri! Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Iss. Kannst es brauchen. Was gut bei mir. Ach, diese Klappe da vorne, ne? Die erleichtert so einiges. Gerade bei einem Geralt von Riva. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder, ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Volltests Tod erteilen. An so einem Scheißhaufen! Wache! Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Ich dresch dir das Gekröse aus dem Balk. Okay. Okay. Ich bin mit diesen Quicktime-Events bin ich nicht so gut. Ja, komm, sammel auf. Ich wollte eigentlich eine Pause machen, aber... Erstmal muss ich mein Zeug finden. Siege die Wächter. Hab ich doch getan. Wir speichern erstmal kurz. Also, für euch zur Information und kleine Einführung. Die Geschichten von Geralt von Riva enden bei diesem Pogrom. Es gibt aber...
Die Geschichte geht noch weiter. Dieses Mädchen mit aschgrauen Haaren ist Ciri, seine Ziehtochter. Und laut dieser Geschichte bringt sie Geralt und Yennefer auf einem Boot zur Apfelinsel, also zu Avalon, um ihn dort zu heilen. Verdammte Fackeln! Sie werden mich verraten! Indem du dich anschleichst, dann hüpfst du los. Jetzt bist du im Schleichmodus, okay? Was war da? Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Hä? Was war das? Was ist das jetzt schon wieder? Was war das denn? Scheiße! Ich zermalme dich! Mann. Ich würde gern noch wenigstens entkommen. War nicht noch was dabei? Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Raunt der Wind zu jener Stund. Elfen ziehen im Birkengrund. Blätter rauschen, Pfeile blinken. Muss ein ganzer Zug hinsinken. Menschen sterben, 1, 2, 3. Auch mit dir ist's nun vorbei. Lass mich in Ruhe. Bitte geh weg. Tu mir nichts an. Warum habe ich den Bürojob geschmissen? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Feldwebel, teilen Sie mich bitte oberirdisch ein. Was denn? Hört ihr nicht?
Der Häftling ist geflohen! Wache! Wo sind Sie denn? Wache! Hier! Ja, komm rüber. Einer für alle! Alle für einen! Oh, Scheiße. Elende Drecksbrüder. Okay, die Wachtel pennt. Dann wollen wir mal sehen. Das darf nicht wahr sein. Ich erwürg den Kackarsch. Du hattest doch eine Karte vom Gefängnis bestellt. Bitte. Was denn? Da ist hört die erstklassige Tätowierung. Der Häftling ist geflohen. Ich sollte mich einlaufen lassen. Da bin ich. Wo ist denn das Scheißproblem? Wache! Hier! Sag du's ihm. Ich schaff's nicht. Als Elende Drecksbrüder. Was ist das für ein Herz da mit Mittagserbsen Mama drin? Die nächsten Mittagserbsen kotze ich denen das im Strahl auf die Füße. Das verdeckt ja die halbe Karte. Braucht ein bisschen Mut. Na, wo ist denn dein Entflohener? Spukt in deinem Kopf, hä? Ich schwöre, er war wirklich hier, gerade eben erst. Dir zeig ich's, du Ratte. Ich reiß dir die Zunge raus, dann ist Ruhe. Wie sollen wir jetzt einen Striemen von einem Gang unterscheiden? Hallo. Wir hatten dir außerdem gesagt, du sollst es dir auf den Rücken stechen lassen. Was macht es jetzt da unten? Beim Scheißen treffen. Wenn wir auf die Karte gucken wollen, musst du jedes Mal die Hosen runterlassen. Hol mich raus, bitte. Ich flehe dich an. Lass mich hier raus. Wenn du mir nicht hilfst, schreie ich dir die Garnison an den Hals. Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Wieso haben sie dich eingekerkert? Angeblich habe ich Foltest ermordet. Schade. Dann kann ich ihn nicht mehr ermorden. Weißt du etwas von meiner Mutter? Hat Foltest ihr etwas angetan? Foltest hat den blauen Streifen befohlen, sie zu bewachen wie den größten Schatz. Bastard. Sie zu diesen Hunden zu stecken. Sie sollte von Nobleren beschützt werden, einem Baron wenigstens. Wir sollten allmählich überlegen, wie wir unsere Haut retten. An meiner Ehre liegt mir mehr als an meiner Haut. Was hast du vor? Das ist meine Sache. Kämpfen wir uns zum Öllager durch. Da ist ein Ausgang. Okay. Hilf mir. Ich habe keine Kraft.